Moin moin Leute, seid gegrüßt, herzlich willkommen zu einer neuen Runde. What a Frankreich, der letzte Akt, heute Abend Livestream am Mittwoch, den 19.01. vorm Umzug auf die NF Marsch. Ja, 20.01.22, Zeit für NF Marsch, weg aus Frankreich. So, moin moin, moin moin. Krank melden, okay. Also wir werden morgen dieser von derselben Größe, okay. Wir hatten ja auch irgendwie einen kleinen Ball dabei, ne? Die mag er dann ja nicht, okay. Wird auch nur, also ein, zwei Ballen von der Größe. Schau. Bleiben wir dran, in 5 Minuten geht's weiter. So sieht's aus. Krankmelden, um das zu sehen, ja. Ansonsten, ne, auf YouTube das Ganze ein bisschen höherer Auflösungsqualität. On Demand, ne. Wenn auch immer es passt. Hab gerne für das Abo bezahlt, auch wenn es mir jemand schenken wollte. Danke, danke. Ja, das ist doch schön. Das ist doch, ne, verlängert sich, ist auch so, ne, schön, schön. Generell, Shelly, wie gesagt, wird die WhatsApp-Gruppe jetzt nochmal aufräumen. Wie gesagt, man muss wirklich nochmal checken, weil wir haben das immer schon, wir lassen es immer lange, lange laufen. Aber gerne, ne, selber nochmal abchecken. Ist man aktiver Lohner? Dann ja, wenn nicht, dann nicht. Ganz einfach. Muss in dem Sinne auch keiner jetzt komplett persönlich nehmen, aber ne, zwischendurch müssen wir da mal Grund reinmachen. Weil sonst ist man einmal dabei gewesen und meint, man hat auf Lebzeit. So ist es nicht. Und es soll auch nicht komplett als Werbung nur noch für Streams genutzt werden. Ne? Das wäre vielleicht auch nochmal ganz nice. Also mal, danke dir für 13 Monate. Ab morgen NF Marsch. Ich freue mich. Das freut mich. Aber noch, ne? Erstmal ein paar Tage noch, bis es dann auch für euch soweit ist. Also mittlerweile könnt ihr deuten, es wird nicht Ende Quartal 1 sein, sondern Januar ist noch eher, also ist noch Anfang Quartal 1, ne? Ist voll? Voll. Transportstellung. Ja, wo konnten wir es sonst noch verkaufen? Biomasse Heizkraftwerk. Da sind nur 6 Unterschiede, ne? Dann lass uns das doch hier oben verkaufen. Doch. Genau. Richtig, da oben ist es doch. Das lohnt sich, die Mehrfahrt lohnt sich da nicht. Circa 2 Monate seitdem das Spiel erscheint ist, hättest du dir wohl nicht gedacht, dass die Marsch fertig wird, oder? Fast fertig ist. Ne. Ist es heute Absicht, dass der Twitch-Chat nicht? Nö, eigentlich nicht. Ich habe vorhin kleine Videofrequenzen aufgenommen und alles deaktiviert. Warum, wieso, weshalb? Ja, ne, sieht man dann vielleicht demnächst. Ja, man legt auch gleich die Vierfachkarte, ne? Die Standardkarte wäre schon längst fertig gewesen. Wahrscheinlich nach 2 Wochen, so nach dem Motto, ne? Wenn man jetzt irgendwie 8 Wochen gebraucht hat, wäre die Standardkarte wahrscheinlich in 2 Wochen fertig. Ja, also ein paar Sachen will ich halt noch testen, ein paar Sachen will ich noch einbauen, aber dazu NF Marsch Infostream morgen Abend gerne nochmal, ne? Also Umzug und dann Info und ja, Folge 1 so nach dem Motto. Mal schauen. Und abkippen. $7.386, doch lohnt. Die Mietkosten für dieses Gerät haben wir auf jeden Fall locker wieder verdient. Und wir haben noch eine Ladung bei, ihn einmal zu holen. Und dann zack. Karte wird ShareMods sein, genau. Ich glaube, das Thema mit Uploaded hatten wir schon mal, hatte ich schon mal erzählt. Ich glaube, wir warten immer noch auf Guthabenauszahlung von vor einem halben, dreiviertel Jahr oder so, ich weiß nicht genau.
Die Karte wird es dann wieder auf der Homepage geben. Wobei, wie gesagt, das ist ein Share-Mod-Store-Notlink dann. Und nein, man braucht nicht für die Karte bezahlen. Einige hatten es auch so verstanden, dass nur noch zahlende Leute die Karte kriegen. Das ist Quatsch. Und nein, man kann die Karte auch nicht speziell kaufen und sie dann früher kriegen. Und nein, man braucht auch nicht mehr E-Mails schreiben und nach früher kriegen fragen. Ich weiß gar nicht, wie viele Mails oder Nachrichten ich da zur Zeit gekriegt habe. Also ich glaube, die Standardkarte wird es nicht geben. Sag niemals nie, aber ich sehe eigentlich aktuell keine Veranlassung, auch gar keine Zeit mehr dafür, das auch noch zu machen. Also eher werde ich noch eine Matchmap wieder machen. Und da haben wir natürlich das gleiche Straßenproblem wie auf der Marsch. Sprich, Neuaufbau erforderlich der Inseln. Aber ja, wie gesagt, ne, mal schauen. Das habe ich mir so vorgenommen, dann irgendwie für Sommer Richtung Herbst, dass es die Matchmap gibt. Und bis dahin ist eigentlich eher eine Produktion. Sehen, dass wir wieder schöne, viele Produktionen kriegen. Zumindest die, ja, die man jetzt so umsetzen kann, wahrscheinlich erstmal wieder auf Standard Giants Script. Also ganz normal das Ingame-Produktionsgeschichten, weil es da, soweit ich weiß, auch noch nichts Alternatives Gutes gibt. Und man muss ja auch sagen, wir sind im LS19 auch ganz, ganz lange, über ein halbes Jahr, glaube ich, mindestens mit dem Fill-Type Mover Script vom Farmer Shubi, glaube ich, war das ausgekommen, was auch definitiv gut funktioniert hat und uns überhaupt Produktion ermöglicht hat. Ja, wenn voll ist voll, ne? Das haben wir jetzt noch. Zwei Ballen liegen da noch und auch noch unterschiedlicher Größe. Sehr toll. Den nicht darauf legen einfach. PlayStation, nein, liebe Konsolenspieler. Kauft euch Computer. Die Matchmap ist auch so wie die Marsch, ne? Also das Straßensystem wird komplett kaputt sein. Und das heißt, wenn man die Straßenplatten neu verlegen muss, das ist das Schöne, man muss es daher nur praktisch einmal machen, dann kann man es mal vervielfältigen. Aber da sind auch Gebäude, die es mit Sicherheit nicht mehr gibt und auch das wäre halt, ne? Und auch da wäre halt der Anspruch, das alles wieder ein bisschen noch schöner zu machen und so weiter und so fort und von daher. Ich denke ja, dass wir Multiplayer-mäßig vielleicht eine Lona-Challenge auf der Marsch machen. Mit der Truppe zusammen, wieder so ein Samstagabend-Stream-Projekt. Werden dann auch Folgen für YouTube sein. Dass wir da Multiplayer-mäßig, was weiß ich, vier Teams machen. Mal zwei, drei Leute, je nachdem wie viele mitspielen wollen im Multiplayer in der Truppe denn. Und dann einfach auf der Standard, auf der normalen End of Marsch vierfach eine kleine Lona-Challenge machen. Es ist ja auch immer die ganzen Konsoleros fragen, ob sie die Karte, ne, auch ob es das auch für Konsole gibt. Aber dass sich einer von den Konsoleros mal irgendwie einen PC gönnt, um selber eine Karte zu bauen, habe ich so auch noch nicht gelesen. Version ohne Gräben soll es auch geben. Jo. Wurde auch schon gefragt, ob die genau gleichzeitig mit der normalen Version veröffentlicht wird. Kann ich nicht garantieren, aber ich sagte, also wenn, denn hier unmittelbar, ne? Also sind wir am gleichen Tag, am nächsten Tag, zwei, drei Tage später, ich weiß es nicht. Habe bisher noch mich nicht rangesetzt. Dafür brauchen wir ja, ne, einmal eine Datei wegen der Höhe und so weiter. Und dann müssen die, das was wir so schön in die Gräben geschmiert haben und Shelly überwiegend an Erde, das muss ja alles wieder raus. Das kann ja dann eigentlich nicht da bleiben. Es wäre ja sonst ein kleiner Hügel immer an jedem Feldrand und so. Und das, glaube ich, sieht nicht gut aus. So. Wäre dann auch zu leicht. Einfach da mit dem Radlader längs fahren und alles einsammeln. Das wäre auch blöd. Die ganze Erde gewinnbringend verkaufen. So, dann kannst du mal zusammenklappen.
Dann wäre der Consulero ja gar kein Consulero mehr. Nee, aber er konnte sich eine schöne Karte modden und die den anderen Consuleros zur Verfügung stellen. Das. Naja, was. Weiß gar nicht, hat der Swiddy das Skript selber geschrieben? Willkommen, Herbert Nachtwey in der Fat Farming Crew. Da ist er wieder. Moin, moin. Glaube ich wahrscheinlich gemerkt, dass der Status nicht mehr up to date war, wa? Ja, passiert. So. Und, naja, wie gesagt. Nee, aber ich brauche das Skript ja nicht. Also, wofür? Ich habe ja die Karte. Ich muss sozusagen meine Produktionen ja nicht irgendwie, ja, ne. Für mich ist wichtig, dass meine Produktion auf der NFMAR funktionieren. Und wie gesagt, es gibt ja diese einheitliche Fülltyp-Geschichte. Das hatte ich ja letztes Jahr auch schon gesagt. Das hatten wir sowieso schon geklärt, letztes Mal auch. Insofern die gleich heißen, die Produktion, dann kannst du sie eh nutzen. Also, ne, die Fülltypen. Kann es ja auch kein großes, richtiges Skript sein. Achim, du hast dir das auch schon angeguckt, oder was sagt Achim dazu? Ja, wir haben viel, viel Zeit investiert. Viel, viel Zeit. Jede freie Minute eigentlich. Fülltypes genau, hattest du abgelegt, das passt. Also von daher wirst du, ne, kannst du die Produktion einfach platzieren, wenn sie das tatsächlich, wenn das noch, bist du eine Verkaufsstation wahrscheinlich damit bei. Das ist ja alles Standard. Das ist einfach nur, ne, jemand, der ein bisschen Zeit hatte und keine Karte moddet, hat sich auf Produktion gestürzt und das ist ja auch gut so. So, warum nehme ich das Ding eigentlich mit? Brauche ich gar nicht. Mal abgeben hier das gemietete Gerät. Was noch hier, ne? Aber haben wir ein bisschen Gewinn mitgemacht. Nicht viel, aber ist doch. Also zumindest haben wir ganz ein Stroh weg. Jetzt können wir eigentlich gar nicht so viel machen, außer einen Tag wegspulen bis zur letzten Ernte, ne? Das Skript macht ja auch nur die Übersetzung. Okay, die Übersetzung, damit habe ich auch nicht auseinandergesetzt. Aber es ist auch nicht mein persönlicher Anspruch zu sagen, dass ich jetzt, ne, alles auf Englisch übersetzt haben wollen oder andere Sprachen noch. War auch nie mein Anspruch. Ich habe das immer nur so als, ne, von wegen muss eigentlich sein, mitgemacht. Eine Getreidemühle mit 794. Und das war die hier oben. Ne, das Getreidespeicher. Eine Mühle. Was ist ein Helfer dran, der hängt oder was? Verdammt, ja, jetzt geht's wieder. Nee, das ist mir auch schon mal aufgefallen, dass es nicht mehr über die Textdatei-Übersetzung geht. Deswegen mir ist es persönlich egal. Also ich werde auch der Marsch, da wird es einige Hallen geben, die haben eigentlich halt einfach einen deutschen Text und fertig. Müssen die, die das spielen wollen und Engländer sind, oder, ne, müssen die halt sich das übersetzen. Gibt ja Google Translator oder was auch immer, ne? Heute das letzte Mal auf Frankreich, genau. Jetzt kaufen wir den letzten Hafer. Hoffen, dass wir echt nochmal schön viel Raps zusammenkriegen, ne? Dass sich das nochmal lohnt. Dann werden die Felder verkauft, Hallen verkauft, Gasttiere verkauft, weil die Tiere so einen vollen Tierstall
Das macht keinen Sinn, ne? Dann müssen wir alle Gebäude verkaufen, dann stehen nur noch die Fahrzeuge da rum und dann passt das. Jetzt muss auch mal was Deutsch sein. So sieht's aus. Ich meine, diese ganze Modding-Szene, ich meine, mittlerweile ist es sehr international. Man merkt eben auch, durch die Internationalisierung vom LS, kommt auch definitiv noch viel mehr Modding-Qualität rein. In den letzten Teilen, vor allen Dingen so LS 15, 17, war eigentlich die Modding-Szene zu 75% deutsch, würde ich sagen. Und im LS 19 natürlich schon deutlich weniger und 22 jetzt auch nochmal deutlich weniger. Aber es ist gut, also ne, es bringt also auch alleine diese Terraforming-Geschichten, da sind schon echt Top-Mods bei. Man muss überlegen, ne, wie gesagt, LS haben wir erst 2 Monate, was soll da alles noch kommen? Bin gespannt. Und wer weiß, vielleicht spielen wir das auch irgendwann als Multiplayer auf einer Mining- und Construction-Karte, spielen Goldschürfer im Yukon so nach dem Motto, wer weiß das schon. Wenn ich Zeit hätte, würde ich selber einen Yukon basteln, so ungefähr, wo man ganz viel Erde dann und so weiter bewegen kann, ne? Und dann mit Gold waschen und den ganzen Quatsch. Ich habe ja gar keine Möglichkeit, da englische Texte reinzukriegen, da ja ein fester Variable, also ich habe ja keinen variablen Text in den Geschichten drinne. So, Shelly sagt gerade, Kanalmitglieder, Twitch-Hubs Stufe 3, der Run auf die Grundstücke kann beginnen. Und Shelly, wie gesagt, hat reingepostet für die Kanalmitglieder Möglichkeiten, sich ein Grundstück auf der Marsch zu sichern. Vorstellungsvideos habt ihr gesehen, die ganzen Grundstücke. Vielen, vielen Dank für euren Support, wir können es gar nicht oft genug sagen, vielen, vielen lieben Dank. Und nach wie vor gilt logischerweise, wenn man nicht mehr da wohnen möchte, wo man im LS19 gewohnt hat, weil einem ein Haus jetzt im 22er ein Grundstück viel besser gefällt, kann man das natürlich durchaus beziehen. Aber nur wenn nicht vorher da jemand anderes gewohnt hat und der wieder wohnen möchte, der hätte dann, ne, Vorrang. Deswegen ist eigentlich immer eine Alternative. Von wegen, ne? Ja, Shelly atmet gerade. Ich sagte eigentlich, ne, man sollte dann ein Grundstück und gleich eine Alternative noch mit angeben. So. Oh, noch kurz. Nicht, dass die Hühner noch verhungern auf die mit der letzten Nacht hier. Muss ja über das Tiermenü gucken. Nö, geht noch, passt schon. 6600 Eier sind da. Das lohnt sich nochmal zu verkaufen. 12.000, 13.000 wird es auch nochmal geben. Da zählt auch alle zusammen, die im Spawner stehen, ne? Beide Paletten zusammen, jo. Weißt du vielleicht, wie man bei Gebäuden das Licht automatisch ein- und ausschalten kann? Das wird ja über die Zeit gesteuert, ne? Da brauchst du nichts definieren. Aber nur eine Lampe rein und gut, die geht nachts an. Ja, also im LS19 gab es ja schon ein paar Übersetzungsdateien, ne? Also es gab schon im Hintergrund Übersetzungsdateien. Es gab eine L10N, keine Ahnung, Datei für Englisch, aber auch für Französisch sogar. Und, habe ich nachher noch eine Sprache mit drin? Ich weiß es gerade gar nicht. Modding, LS19, Marsh, Languages. Ne, war Deutsch, Englisch und Französisch. War am 19er was hinterlegt. Ich habe es dann immer nur auf Deutsch fertig gemacht und gab dann auch die fleißigen Helfer, die sich hingesetzt haben und das dann übersetzt haben. So, Leute, ich würde sagen, das war's für die YouTube-Folge von heute. Was sind wir denn? Wir sind am Freitagnachmittag. Mal gucken, wie lange die Ernte dauert. Morgen geht's los. Bis dann, vielen Dank.